Video von Captain Joe dazu heute sehr passend. Mal sehen. Hör, aber du kopierst doch immer die Videos von Mentor Pilot und Captain Joe. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Leute, entspannt euch. Should you become a pilot in 2020? What's your plan B? Wollen wir das mal probieren? Darauf zu reacten? Jetzt mal ohne Mist, hättet ihr ja Lust drauf, dass wir uns das vielleicht mal zusammen angucken? Schreibt mal bitte in den Chat. Dann können wir uns das noch zusammen anschauen. Ich weiß nicht, es wird kein Reaction-Kanal hier, aber theoretisch, man könnte da ja mal drauf reagieren. Das wäre jetzt mal tatsächlich ja wirklich mal passend. Kein Plan, wie das geht. Muss ich mir vorher noch ein Video von Simon Unger angucken, damit ich weiß, wie es geht? Es gibt echt kein einziges Nein. Einer schreibt Nein, Spaß. Witzig. Ja, dann probieren wir das doch mal. Sag nix. Welcome back to my channel and lovely greetings from the brand new Airbus A320 Aerotask Flight Simulator here in Munich, Germany. In today's video, I'll be addressing... Ton passt von der Lautstärke. Bisschen lauter wahrscheinlich, ne? ...a very important topic, which was not only important before the COVID-19 outbreak, but so, became Chat. Even more significant due to it. Now, the following minutes are especially interesting for flight students. Ja, Bild, entspannt euch. Kommt. Habe ich eigentlich auf der Bildschirm? Ja, habe ich. Aha. Reaction-Kanal incoming. So, Freunde, sieht gut aus, oder was? Sieht gut aus? Ton passt bildlich. Ja, wir waren doch erstmal beim Ton. Was hast du beim Vorstellungsgespräch alles gesagt? Ganz konkrete Frage. Hallo, habe ich gesagt. Chat, so lassen? Ja, ne? Sonst sind wir über dem Face von Captain Joe. Also, schauen wir uns die Sache mal an. Dear friends and followers, welcome back to my channel and lovely greetings from the brand new Airbus A320 Aerotask Flight Simulator here in Munich, Germany. In today's video, I'll be addressing a very important topic, which was not only important before the COVID-19 outbreak, but became even more significant due to it.
Now, the following minutes are especially interesting for flight students and everybody who dreams of becoming a pilot, since I want to share with you my opinion on issues like what to do prior flight school, how to bridge possible time gaps, and how you can enlarge your knowledge and improve your personal profile in the time before flight training. Keep in mind, this is no step-by-step instruction on how to arrange your personal career in aviation. Kennt sie nicht, die original Airbus-Sitze. This is a video simply meant to be a help and maybe an inspiration for you finding the right path and most importantly, having a plan B. So without further ado, let's get started. Das mit dem Plan B ist halt echt leichter gesagt als getan, ne? Aber es ist eigentlich so ein wichtiger Punkt. Man kommt einfach nicht drum herum. Egal, ob es eure Eltern sind, egal, ob es der Typ ist vor dem oder die Dame, vor der ihr dann wirklich da im Vorstellungsgespräch sitzt. Die wollen alle von euch einen Plan B wissen, und zwar einen vernünftigen Plan B. Das ist halt, also ich weiß, weil ich selber in der Situation war, weiß ich ganz genau, wie verdammt oft man sowas gesagt bekommt, gerade bei der Pilotenausbildung, du brauchst einen Plan B, aber kannst dir einfach keinen ausdenken. Es ist so ein wichtiger Punkt, aber du kannst dir einfach keinen ausdenken. Dann redest du dir immer ein, ja von wegen, ja, es gibt viele Wege nach oben und so, was ja auch stimmt, aber es ist halt, ja, Plan B ist so eine Sache. Was ich damals als Plan B genannt habe, ich habe als Plan B gesagt, dass ich Aviation Management studieren möchte. Wahrscheinlich in Worms. War das überhaupt Aviation Management? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss selber drüber lachen, weil es einfach überhaupt keine Option für mich gewesen wäre. Also ich habe, ich habe gesagt, dass ich Aviation Management studieren würde, wahrscheinlich in Worms, und dass es da eben auch Studiengänge gibt, die eben dann modular dazu oder in Kombination dazu dann auch eine ATPL anbieten und dass ich dann sowas wahrscheinlich machen wollen würde. Also mit anderen Worten, so ein richtiger Plan B war es auch nicht. Es wäre auch in Richtung Pilotenausbildung gegangen. Genau, Eltern würden sagen, zuerst mal was Richtiges lernen und sowas, dann Künstler oder Pilot werden. Ja, aber ohne Witz, es ist ja auch nicht so falsch. Und das siehst du eben spätestens dann, wenn du halt nicht mit Anfang 20 in der Pilotenausbildung sitzt, sondern in deinem Leben schon richtig ordentlich was gerissen hast und dir dann ganz bewusst darüber Gedanken machst, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Kohle, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich wage diesen Schritt, ich werde jetzt Pilot. So, das ist völlig legitim. Ne? Das macht absolut der Großteil der Leute, die heute in einer freien oder generell in einer Pilotenausbildung sitzen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und auch das kann auf jeden Fall ein Plan B sein oder zumindest ein Plan A.2, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, wieso? Ich kann ja sagen, dass mein Plan B kein richtiger Plan B war. Mein Plan A hat ja funktioniert. Perfekt. Nächste Woche joblos. Man kennt ihn. Nein, aber das mit dem Plan B, man hört es so oft. Ich bin sehr gespannt, was er da jetzt gleich noch zu sagt. Aber Gedanken drüber machen. Und das, was ich gelernt habe, mit das Allerwichtigste bei der ganzen Sache, bloß nicht festfahren auf einer Sache, die man unbedingt machen möchte, bloß nicht festfahren auf einem Weg, den man sich in seinem Kopf zurechtgelegt hat, à la, ja, ich habe auf jeden Fall das Zeug zu einem Lufthansa-Piloten, ich werde Lufthansa-Pilot und ich freue mich dann schon, wenn ich mit 65 das Unternehmen verlasse mit 25.437 Flugstunden und mir denke, Mann, bin ich ein geiler Hecht. Es wird einfach nicht so funktionieren. Du wirst höchstwahrscheinlich 25.436 Flugstunden haben. Nein, es wird einfach nicht so funktionieren. Und man lässt einfach Chancen links und rechts liegen, wenn man so krass einen strikten Plan verfolgen will. Es ist gut, wenn man Ziele hat, ja, gar keine Frage. Ich meine, was erzähle ich euch hier? Ja, ich bin auch Anfang 20. Ich muss hier niemandem irgendeine Lebensweisheit weitergeben. Auf gar keinen Fall. Das möchte ich gar nicht sagen. Es ist einfach nur,
Es ist einfach nur das mit dem Flugbegleiterjob habe ich einfach gemerkt, ich hätte das einfach links liegen gelassen, wenn ich nicht irgendwann mal gesagt hätte, okay, ich möchte gerne irgendwas in der Luftfahrt haben. Luftfahrt, gib mir irgendwas, was ich machen kann. Und dann habe ich am Hamburger Flughafen gearbeitet, als Gepäckabfertiger. Ich bin Flugbegleiter geworden, ich sitze jetzt im Cockpit und was man auch nicht vergessen darf, ich habe diesen YouTube-Kanal gemacht. Und das ist irgendwo auch eine Möglichkeit, ja, um irgendwie in dieses Luftfahrtthema zu kommen, aber halt nicht direkt Lufthansa-Pilot zu werden, weil das ist immer Traum A und muss sofort klappen oder sowas. Ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, ja? Schauen wir mal weiter. Let's imagine you are sitting in the cockpit of a commercial airliner. Now you're at cruising altitude and you're halfway into the trip. Everything seems to be relatively normal, but all of a sudden you hear a bang followed by a rumbling. Now right after that, all sorts of indications and alarms go off. One. Dann würde ich mich fragen, ob da gerade mein Kaffee runtergefallen ist. The engine has caught fire. Now, while passengers understandably tend to panic, the pilots are trained to remain calm. Now, they are trained to analyze, evaluate, and act accordingly. Now, they work through their memory items, quick reference handbooks, and checklists, and will manage the situation in order to ensure that everyone will be back on the ground safely. So, pilots are trained to always be ready and adapt to an abnormal situation. Now, let's. Das, was er da sagt, das ist übrigens auch das, wofür Piloten bezahlt werden. Und das ist übrigens auch das, wofür Piloten bezahlt werden sollten, ja? Mal drüber nachdenken. Und ich hab's vorhin schon mal einmal kurz angesprochen, ja? Ich möchte wirklich nicht, ja? Ganz, ganz wichtig. Ich verurteile aus diesem Schreibtischstuhl heraus ganz sicher keine Piloten, die mit ihrem Flugzeug abgestürzt sind. Auf gar keinen Fall. Das sind Profis, die da drin sitzen. Aber ob die wirklich so Profi waren, wie das eigentlich sein muss und sein soll, da bin ich sehr gespannt, was in dieser Untersuchung rauskommt. Und ich finde, das darf man auch ruhig mal so sagen, ja? Dass da irgendwie Leute mit nicht wirklich echten Pilotenlizenzen durch die Gegend fliegen, das kann einfach nicht sein. Und das Piloten diesen Moment, wofür sie bezahlt werden, nämlich genau das, wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie es eigentlich normal ist, dass Piloten diesen Moment verkacken und das aus einem ich will es gerne vorsichtig formulieren, ja, dass Piloten diesen Moment verbocken, das muss man sich ganz genau anschauen, was da passiert ist. Ganz, ganz medienwirksam, mit sehr viel Aufmerksamkeit hat Sully gezeigt, dass auch ein Airbus A320 von einem Pilot geflogen werden sollte, der das drauf hat, was er da tut. Sully hat das gezeigt, sein Co-Pilot hat das gezeigt und seine Besatzung hinten in der Kabine hat das gezeigt, dass diese Flugzeuge, auch diese komischen Computerflugzeuge, die doch heute eh nur noch mit Knopfdruck von A nach B fliegen, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, das gezeigt hat, dass in diesen Flugzeugen definitiv kompetente Leute sitzen müssen. Weil wenn dann eben mal was nicht funktioniert, dann geht es verdammt nochmal um Menschenleben. Und wir spekulieren nicht, ja? Wir gucken uns nicht Pakistan Airlines den Absturz an und sagen, ey, wie doof sind die denn? Die haben das irgendwie verbockt. Das machen wir nicht. Das so funktioniert das nicht. Das können wir nicht machen und das Recht dazu haben wir auch auf gar keinen Fall. Ja? Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, das, was da jetzt ermittelt wird, das sollte man auf jeden Fall beobachten. Das wird ziemlich sicher, oder ich ahne es zumindest, dass das noch sehr interessant werden könnte und sehr nachdenklich stimmen könnte.
let's jump back to the beginning of 2020. Now, the aviation industry grows rapidly. 2019 was the year with the highest revenue ever, and 2020 was expected to even outperform 2019 by several more billion dollars. Now, this growth and the increased demand resulted in a vivid job dollars. Da stehen jetzt halt sehr genaue Zahlen, ne? Aber es ist halt noch lange nicht safe. So, die nächsten Wochen und die nächsten Monate sind da echt entscheidend. So. Und auch wenn die Fluggesellschaften jetzt natürlich wieder ein bisschen Blick drauf haben, was da für Buchungen reingekommen sind und so weiter, wirklich exakt genau absehen, wie das in Zukunft weitergehen wird, kann das noch niemand. Und es gibt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Unis oder verschiedene Studien, es gibt verschiedene Unis, die verschiedene Studien in Auftrag gegeben haben, durchgeführt haben, wie auch immer, die halt gewisse Szenarien zeigen, wie sowas dann aussehen könnte in naher Zukunft. Also zum Beispiel, es gibt da Szenario 1, da sieht es dann so und so aus, okay, das dauert 4-5 Jahre, bis es dann wieder auf dem Vorkrisenlevel ist. Es gibt Szenario 2, das sieht dann so und so aus, es dauert 2 Jahre, bis es wieder, ne, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und das ist einfach sehr spannend zu beobachten, weil man natürlich jetzt eine Tendenz erkennen kann, aber man kann noch nicht klipp und klar sagen, okay, so wird das 2021, 2022 laufen. Dass Außenstehende die Verantwortung und Komplexität einiger Jobs nicht kennen, ist oft so. Lehrer wurden bis Corona ja auch unterschätzt. Das ist natürlich auch immer sehr einfach. Man macht es sich ja einfach in dem Moment. Schwarze Schafe gibt es in jedem Job. Es gibt Lehrer, die sind Idioten. Es gibt Piloten, die sind sicherlich menschlich Idioten. Fachlich dann hoffentlich nicht. Es gibt natürlich Prüfmechanismen ein System dahinter, was eben natürlich schwarze Schafe, vor allem wenn es dann sicherheitsrelevant wird, rausfiltern soll. Und das funktioniert, meine ich, in der Luftfahrt auch ziemlich gut. Aber natürlich gibt es in jedem Job irgendwo Ausfälle. Es gibt Polizisten, die nicht Polizisten sein sollten und sowas. Das ist, ja. Das gibt's immer. Und dann einfach sich so ein Negativbeispiel zu nehmen und das einfach mal direkt auf alle zu schieben und zu sagen, ja, faule Säcke oder sowas, da macht man sich das natürlich sehr einfach. Da hast du schon recht, ja. Hast du eine Quelle? Ja. Lass mal gucken. Ich schreibe es mal auf. Vielleicht finde ich das nachher nochmal. Now this growth and the increased demand resulted in a vivid job market, as you could have seen in the past 2 to 3 years. Now then, in January, it was sort of early February, concerns about COVID-19 grew as global awareness was slowly rising. At this point, the consequences for global air travel were difficult to comprehend until border closures, travel restrictions, and hygiene measures made clear that the aviation industry, and especially the passenger sector, will face a very difficult time. Now, besides the countless colleagues of mine who are grounded, laid off, and desperately waiting to be up in the air again, there are certainly countless students out there who want to start with their flight training or were already taking classes in flight school up until the outbreak of this pandemic. Now, either way, the current situation leaves the majority of them uncertain about the future and most likely waiting to begin their journey in aviation. Some of them need to complete their assessments or even to continue their training. Now, for those of you who find themselves in the situation, there are sadly no memory items or QOHs to handle them, but maybe... Habt ihr das gesehen? Ich brauche einen zweiten Bildschirm. Man kennt ihn, den Streaming-Profi. There are sadly no memory items or QOHs to handle them, but maybe this video helps you to adapt to this crisis. First off, a quick look into some statistics. Now, when you look at the passengers or cargo transported over time... Das ist wahrscheinlich wieder meine Face-Comfort. Der blaue Strich Fracht, der grüne Strich Passagiere.
Was soll ich den Leuten sagen, die keine Ahnung von Luftfahrt haben, die meinen, als Pilot brauche ich gar nichts mehr zu machen, ich brauche deine Hilfe. Nick Tiger, deine Frage habe ich übrigens gerade gesehen. Ja, bestimmt irgendwann, aber jetzt gerade passt es leider überhaupt nicht zum Thema. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, du musst für dich natürlich entscheiden, welche Diskussion Sinn ergibt und welche nicht. Also prinzipiell würde ich versuchen, diese Leute zu überzeugen, wenn sie dir wichtig sind, ja. Das ist gar keine Frage, aber auf der anderen Seite würde ich mich auch mit Leuten umgeben, die vielleicht auch einfach respektieren, was ich mache und mir vielleicht dann auch zuhören, wenn ich ihnen sowas erklären würde. Wenn du verstehst, was ich meine, ja. Merlin. Danke für 2,30. Deine Videos sind klasse. Danke dir. Pascal, wir brauchen ein Video zum Thema, das zeigt, dass Flieger heute nicht nur noch durch Computer fliegen. Jedem, denen ich meine Flugzeugsachen erzähle, sagt immer, heute geht eh alles selber. Ne? Also man muss auch einfach verstehen, also solchen Leuten kann man dann auch gerne mal die Seite Aviation Herald zeigen. Man muss auch einfach verstehen, dass man da ziemlich komplexe technische Geräte durch die Gegend fliegt. Und dass diese ziemlich komplexen technischen Geräte ziemlich geil sind und ziemlich einfach zu bedienen, wenn alles funktioniert. Ja? Aber gerade in der Luftfahrt kommen einfach so verdammt viele Faktoren zusammen, die eben so eine Situation auch einfach dann mal wieder auf ein Komplexitätslevel heben können, das nun mal leider zu dieser Situation passt. Es ist nun mal einfach sehr komplex mit einer Metallröhre und zwei Tragflächen dran, mit verdammt viel Sprit drin, mit zwei sehr, sehr teuren und sehr starken Triebwerken, mit 890 km/h durch den Himmel in 10.500 Metern Höhe zu fliegen. Es ist einfach sehr komplex. Und es ist auch einfach sehr komplex, ein Flugzeug nach einem solchen 12-Stunden-Flug auf einer 3.500 Meter langen Piste perfekt zu landen. Es ist einfach sehr komplex. Und diese technischen Geräte sorgen oder können mittlerweile dafür sorgen, dass du diese Komplexität beherrschen kannst mit vergleichsweise einfachen Aktionen, mit vergleichsweise einfachen Verfahren und so weiter, ja. Aber in dem Moment, wo einfach irgendwas kaputt geht, gewisse Faktoren, wie Wetter auch beispielsweise, dazukommen, das sorgt einfach dafür, dass du von diesem vergleichsweise von außen betrachtet routinierten, einfachen Level, dass du davon einfach immer und immer weiter an eine realistische Komplexität kommst. Und das darf man nicht unterschätzen. Es ist einfach komplex. Und deswegen brauchen diese Leute, die da vorne diese Flugzeuge fliegen, auch eine gute Ausbildung. Deswegen müssen das kompetente Leute sein. Deswegen muss das auch ein gewisser Schlag Mensch sein, der da vorne sitzt. Er hat es am Anfang gesagt, als Pilot musst du, wenn dein Triebwerk brennt, ruhig bleiben. Es ist völlig okay, dass du dann in der Situation sicherlich ein bisschen mehr Puls hast. Ja, das hilft dir ja auch. Ja, dass dein Körper darauf in einem gewissen Maße reagiert. Aber wenn du da dann panisch reagierst oder den Ernst der Lage nicht verstehst, dann hast du da vorne einfach nichts zu suchen. So doof das klingt. Und das ist auch etwas, was man selbst an sich reflektieren kann. Wenn man einfach jemand ist, der es einfach nicht geschissen bekommt, auf stressige Situationen mit einer gewissen Gesetztheit, mit einer gewissen Ruhe zu reagieren, dann bist du für diesen Job einfach nicht geeignet. Und wenn dir das jemand absprechen möchte, wenn jemand sagt, da geht eh alles nur noch von alleine, ja, Digga, dann kannst du ihn entweder belehren oder du lässt es halt bleiben. Dann ist das Thema aber auch einfach durch. Flugzeuge fliegen ist komplex. Und das gilt sicherlich auch nicht nur für Flugzeuge. Kinder erziehen in der Schule oder sowas, das ist sicherlich auch komplex. Das sollten auch kompetente Leute machen. Eine Eisenbahn fahren, ein ICE mit, keine Ahnung, wie schnell fährt die Möhre, 330 km/h oder irgendwas, 360, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es sind wieder 700 Leute im Chat, die wissen, wie schnell so ein Ding fährt. Ja? Aber es kann mir keiner sagen, dass das nicht komplex ist. Dass der Typ, der da vorne sitzt, nicht den ganzen Tag am Schwitzen ist und keine Ahnung, was das Ding mit Fahrradpedalen fährt, das ist doch klar. So, der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass man als einzelne Person solche technisch komplexen Geräte vergleichsweise einfach bedienen kann. Aber wenn an diesem Ding wirklich was kaputt geht, dann hängt da eine Menge Verantwortung dran.
Und es ist einfach beim Fliegen so. Ja, und wenn dir das jemand einfach nicht glauben möchte, ja, Digga, dann ist das Thema halt durch. 300, okay. Ja. Was, 300 nur? Pah, lächerlich. Spaß. Wie so ein Quartett jetzt. Was habt ihr maximal Abfluggewicht? Maximales Bahnhofsverlassungsgewicht? Na? Sagt, mit wie viel Tonnen dürft ihr aus dem Bahnhof raus? Hm? Man merkt, ich habe Ahnung von Zügen. Wir gucken weiter. You will see that several events left their local dents in the graph, but the overall growth is positive. Now, this not only means that the aviation industry recovered after every crisis, it also shows that every decrease in demand was followed by an increase strong enough to outperform the previous years. Now, of course, referring to statistics will only give you a vague outlook, but in this case, the main message is that better times are to come, but it needs time. And that's the point. Just like it is unclear at the moment which impact this pandemic and the following economic crisis will eventually have on the aviation industry, it is also unclear how long it will take until the industry will have somehow recovered. Das ist ein guter Punkt. Das ist das, was ich eben auch schon nicht ganz so gut gesagt habe. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Dass Piloten gebraucht werden, ist keine Frage. Aber jetzt gebraucht werden, das steht so ein bisschen in den Sternen. Und das kann euch leider gerade niemand vernünftig beantworten. Und so eine Pilotenausbildung dauert 2, 2,5 Jahre. Vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, kommt auch auf ein paar Faktoren drauf an. Und jetzt zu sagen, in 2 Jahren brauchen wir definitiv wieder sehr, sehr viele Piloten, das ist Spekulation. Das ist leider Spekulation. Und dann sich dann erst einmal für ein Studium zu entscheiden oder sowas, ist... Oh, sorry, Joe. Sich dann erstmal für ein Studium zu entscheiden, ist sicherlich nicht verkehrt. M3RGT mit einem Fünfer dabei. Zuckerbäckerei ist auch komplex und braucht ordentlich Know-how und trotzdem hackt jeder auf den rum, eckt erst, als wäre ich Zuckerbäcker. Ich habe ehrlich gesagt noch nie auf einem Zuckerbäcker rumgehackt. Hab's aber auch nicht vor und weiß zumindest, dass ich gerade gar keinen Plan habe, was man da machen muss. Mit anderen Worten, na logisch braucht man da jemanden, der davon Ahnung hat. Du hast natürlich recht, ich verstehe schon, was du meinst. Also no homo, aber Captain Joe ist schon echt sexy. Ja, qualifizierter Kommentar an der Stelle. Dann slide du doch mal in seine DMs. Other than having uncertainty rule your next months and years to come, let's keep in mind that a pilot has to adapt to all kind of unusual situations, like I tried to show you at the beginning of the video. Here are some options worth giving a second thought when it comes to delaying the start of your pilot training or if you have to bridge some time gaps after the completion of flight school. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Es führt die ganze Zeit auf, wir quatschen schon die ganze Zeit drüber, es führt die ganze Zeit auf den gleichen Punkt hinaus, aber das hat er sehr, sehr gut gesagt, ja. Es geht nicht darum, dass, vorausgesetzt, man medizinisch passt alles und sowas, es geht nicht darum, dass man jetzt, also dass man nie Pilot werden kann, wenn jetzt halt gerade Corona am Schlüssel ist. Das hat überhaupt niemand gesagt und das ist auch nicht so. Man wird irgendwann wieder Piloten brauchen, aber, und es wird auch sicherlich nicht 35 Jahre dauern, aber es ist durchaus möglich, dass es jetzt sinnvoll ist, eine Zeit zu überbrücken mit anderen Dingen, die auch Spaß machen können, die sinnvoll sein können, die einen auch in der Luftfahrt weiterbringen können. Ich werfe da zum Beispiel mal Luft- und Raumfahrttechnik in den Raum, ja. Es gibt Leute, die studieren sowas auf Master und haben verdammt viel Ahnung von dem Flugzeug, in dem sie da drin sitzen und wie sowas alles funktioniert, ja. Und damit hat man eine Zeit überbrückt,
die einen eventuell ziemlich, ziemlich gut über so ein Gap, über so ein Loch tragen können. Number one is, of course, the most apps after the completion of flight school. Number one is, of course, the most obvious option, study something at university or learn a profession. I can imagine that especially when you are young and becoming a pilot has always been your like childhood dream, you may ask yourself whether those extra years are necessary and why you shouldn't just start with your flight training right away and so on. Trust me, there are several reasons these extra qualifications are important to consider. Not only do you gain experience throughout the process, you acquire certified skills and qualifications for professions besides being a pilot. Let me briefly explain you why this is so significant. A commercial pilot is able to do his job because there is a demand to transport passengers or cargo from A to B. If for any reason demand drops, or like in the case of COVID-19, restrictions and border closures don't allow for air transportation anymore, the pilot is grounded. At first, grounded for a couple of weeks and maybe months, but in the worst case, he loses his job. Be aware of this. Da sagt er natürlich was, was er selber irgendwie durchgemacht hat, ne? Und zwar auf eine. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber er hat sehr, sehr viel Erfahrung bei Air Berlin aufgebaut. Erfahrung, die natürlich nicht weggeworfen ist. Ja, er hat Flugstunden, die selbstverständlich bei ihm im Buch stehen und natürlich für ihn was wert sind, für seine Firma was wert sind und so weiter. Aber er musste gezwungenermaßen, er hat seinen Job verloren bei Air Berlin, weil die Firma, aus welchem Grund auch immer, ja, wie er es gesagt hat, es gab keine Kapazität, keine Ahnung, was auch immer. Air Berlin wurde gegen die Wand gefahren. Diese Fluggesellschaft musste nicht mehr am Markt existieren. Man hat sie rausradiert. Oder sie hat sich selbst rausradiert. Wie auch immer, ist ja auch völlig egal. Er hat auf jeden Fall seinen Job verloren und startet natürlich irgendwo wieder an einem. Es wirft ihn natürlich in seiner Pilotenkarriere zurück. Und in so einer Situation auch etwas anderes zu können, kann natürlich nicht verkehrt sein. Was man auch nicht vergessen darf, ein Pilot hat meist verglichen mit anderen Berufen vergleichsweise wenig Arbeit. Es kommt sehr auf die Firma drauf an, sehr auf das, was man da wirklich macht. Aber jetzt zum Beispiel bei Captain Joe, er fliegt bei Cargolux, ja, der fliegt, ich meine, ausschließlich Langstrecke. Der ist 2 Wochen am Stück unterwegs, vielleicht ein bisschen weniger lang, vielleicht ein bisschen länger, wie auch immer. Und dann hat der auch erstmal frei. So, und dann, es ist durchaus möglich, neben dem Pilotenberuf, auch in Vollzeit, es ist durchaus möglich, neben dem Pilotenberuf noch etwas anderes auszuüben, auch wenn es nur auf ganz kleiner Basis ist. Es ist möglich, sich neben dem Pilotenberuf selbstständig zu machen. Es ist möglich, neben dem Pilotenberuf noch irgendwo anders seine Finger im Spiel zu haben und sowas. Es ist auch völlig legitim. Sich ein zweites Standbein neben einem Vollzeit-Pilotenberuf aufzubauen, ist völlig in Ordnung. Klar, muss man das immer betrachten. Inwiefern ist das in Ordnung, ja? Also inwiefern kann man das alles machen, ohne dass man Sachen wie Ruhezeit und so weiter beeinträchtigt? Das ist gar keine Frage. Aber sich etwas anderes aufzubauen, ist neben dem Pilotenjob durchaus möglich und sicherlich auch empfehlenswert. Diego, danke für 2 Schweizer Franken. Grüße. Liebe. Eduard mit 5 Euro dabei. Wieso spricht denn niemand über die Option Pilot bei der Bundeswehr? Beamter und Traumberuf und Studium. Ich weiß nicht, ob Captain Joe davon Ahnung hat, aber ich habe nicht so viel Ahnung davon und das war für mich zum Beispiel keine Option. Really hard fact. A pilot is just a highly trained license holder. The same goes for your medical condition, on which a job in the cockpit is highly dependent on.
If for whatever reason you lose your medical, unexpected problems with your eyes and ears, cancer, blood diseases, you name it, the result, you cannot fly. Now, this being said, I think it becomes clear that every qualification a pilot has acquired prior or during his career is a qualification worth having, especially when you keep in mind that once you have finished with flight training, it is very likely. Billy, it's time you learn about money and the importance of... Okay. M3 Red GT, gute Nacht. Frederik, mit dem Fünfer dabei. Abend, Pascal, mal wieder ein unterhaltsamer Stream. Weißt du etwas über Skoliose bezüglich des Medicals? Beste Grüße aus Lübeck. Nee, weiß ich leider nicht. Einfach an ein Aero Medical Center wenden, an einen Fliegerarzt wenden. Solche Leute können dir da sehr viel besser weiterhelfen, als ich das könnte. Ich sag da nur falsche Dinge. Tut mir wirklich leid, dass ich dir das nicht beantworten kann. Simon, Kuss geht raus. Danke für deinen Support. Also, das, was er jetzt gesagt hat, ist, man hat einen Führerschein, ja? Und das darf man nicht unterschätzen. Ja, wir sind als Piloten, wir sind alle dankbar dafür, dass wir die Chance bekommen haben, wirklich im Flugzeug zu fliegen. Dass das medizinisch gepasst hat, dass wir diese Lizenz machen konnten, ja? Da sind wir alle dankbar dafür. Aber dafür nehmen wir auch eine ganze Menge in Kauf. Und gerade in solchen Situationen wie jetzt ist es nicht lustig. So, man ist einfach ein Fachidiot. Wenn jemand einem Piloten das Flugzeug wegnimmt, weil es eben keine Kapazitäten gibt oder was auch immer, dann hast du keine Chance, Pilot zu sein. Wie willst du es machen? Es funktioniert einfach nicht. Und dann bringt dir deine verdammt teure Lizenz genau gar nichts. Und das Gehalt, was du vorher bekommen hast, was vielleicht sehr, 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 sehr gut war, weil auch heute können Piloten noch sehr, sehr viel Geld verdienen. Vielleicht hast du was draus gemacht, vielleicht aber auch nicht. Und dann fällst du sehr tief. Karim schreibt, ich habe eine leichte Skoliose, war kein Problem. Okay. Ja, aber wie gesagt, wend dich da bitte an einen Fliegerarzt oder an ein Lufthansa Aero Medical Center oder sowas. Da kann man dir sehr viel besser bei weiterhelfen. Schauen wir weiter. Likely that you owe up to $100,000 to a bank or a flight school, and often it's a little bit more than that. So if you lose your job or your license completely, you will still have to pay off your debt. Now in this case, it is very helpful to resort to those extra qualifications that get you another job with an income high enough to pay off your debt more or less without difficulty. There are countless fields of study and all sorts of professions to choose from, and this option is... Also an deiner Reaction-YouTuber-Karriere musst du nicht arbeiten. Die anderen sind viel witziger und machen definitiv kürzere Videos. Das übst du nochmal. Ja, weil wir gerade ein Comedy-Video gucken, oder was? Mann. Guck's dir nicht an, wenn's dir nicht gefällt. It's definitely worth keeping in mind, since it could become so important in your future career. And let's be honest, in the end, it's way better to say, look, I didn't need this qualification, but at least I could have used it if necessary, rather than regretting to not have done it. Und es ist halt leider Gottes der Punkt, so man träumt von dieser Karriere mit 20, fertig ausgebildeter Pilot bis 65, sowas. Warum? Es ist so, ich kann das natürlich verstehen, dass man mit 18 sowas denkt oder sowas, ja, aber wenn du dann diesen Job erstmal hast, so, ob du jetzt 23.000 oder 25.000 Flugstunden hast, hey, scheiß drauf. Es ist dann lieber nochmal links und rechts über den Tellerrand geschaut, vielleicht mal was anderes gemacht, vielleicht irgendwo anderes mal reingeschnuppert, wie gesagt, nicht zu sehr auf einen Plan versteifen und dann Chancen links und rechts liegen lassen. It's better to have than to need. Number two is about bridging the time gaps and dealing with delays effectively. Now, many people sense waiting periods as something
disturbing, something that interrupts them in their current flow. In reality, especially when lasting for longer periods, waiting periods can be seen as a chance. Use waiting periods to learn new skills, steht da. To learn new skills or broaden your knowledge. So one way, for example, is to participate in internships throughout the industry. Of course. Ein Weg ist auch mit euch pfeifen, hier den ganzen Abend zu verbringen und das mehrfach die Woche. Liebe geht raus an euch. Of course, it doesn't necessarily have to be in aviation. There are plenty of different interesting offers out there. Another way to effectively use the time while gaining experience in the world of aviation is to apply for a job as a ramp agent or a flight attendant. Sure, those are pretty stressful jobs and the paychecks aren't always the best, but you are likely to benefit from them like you wouldn't do from any other job with the regard to a future career as a pilot. You will learn a lot about the procedures and operations at an airport, how an airport acts. Flugbegleiter, Gepäckabfertiger. Wir haben es eben schon gesagt, ja. Ich glaube, der Punkt ist klar. Actually works and how to work together with your colleagues to ensure a smooth process. Now this experience is. Und übrigens, der Flugbegleiterjob hat mir einen Fuß in die Tür gebracht, ja. Das darf man auch nicht unterschätzen. Is of high value since you can benefit from it once you start flying in the right-hand seat or even prior to that. When you face the group exercises during your airline assessment. And the third option is to simply work during the waiting period or prior to flight school in general and save money for the flight school costs. Now this applies especially to the case in which you are forced to wait because flight schools are closed or aren't accepting any applications like in the current situation right now. And as I mentioned before, flying isn't cheap and learning it isn't cheap either. So the earlier you start saving, the quicker you will have paid your bills. Work as a flight instructor in a simulator like this one. The money's good and probably the best place to gain experience. Of course, all of these options come in a lot of variations and combinations, and getting in is easier said than done. But I hope this video was a little help for you in terms of finding the path that fits you the most, while on the other hand providing you with the best possible preconditions. Nothing great has ever happened from sitting in front of the TV and binge-watching a series or creating TikTok videos. Seriously, mate, what's that all about? Grow up, get off the... Captain Joe, der alte Trendsetter. TikTok, nix. Nix gut. Nix gut. The couch and do something. Sehr That's schön. It for today. If das müssen wir uns nochmal bitte. Has ever happened from sitting in front of the TV and binge watching a series or creating TikTok videos? Seriously, mate, what's that all about? Grow up, get off the couch and do something. That's it for today. If you have any more questions or explanatory notes regarding COVID and the flight training, feel free to use the comment section below. And thank you very much for your time. Here's your checklist for today. Subscribe to my channel. Check. Activate the notification bell. Check. Follow my Instagram account. Check. And don't forget, a good pilot is always learning. Wishing you all the best. Your Captain Joe. Schönes Video. Schönes Video.